Ich bin der Fabi. Hi, ich bin der Jules. Ich bin der Matke. Das ist unser Truck, das Nomads Truck, und den zeigen wir euch jetzt mal drinnen. Ja, die Idee war eigentlich, ein Expeditionsauto zu bauen, das auch im Winter funktioniert, also für Wintercamping. Und es hat am Anfang so ausgeschaut, das war ein Feuerwehrauto. Und dann haben wir die ganze Kabine abgehoben, sogar in der Mitte geteilt und eine neue Kabine gebaut. Wahnsinn. Genau, zuerst mal das Grundgerüst aufgebaut, dann verblecht, dann die Isolierung drauf tun. Wir haben halt geschaut, dass wir viel natürliche Materialien haben, also es ist alles mit Schafwolle isoliert und viel Holz. Und gesagt, wir bauen ein Auto mit dem Holz auf. Genau. Super. Das ist schon geil, ein Holz. Der Truck hat 8 Betten und 2 davon sind da. Wir haben uns entschieden, dass wir es zum Ausziehen machen. So spart man sich den Platz, den man normal verliert, wenn Stockbetten eigentlich macht, man schon immer so viel freilassen, dass sich da jemand reinlegen kann. Und jetzt ziehen wir das einfach aus und haben da noch Stauraum. Wir haben 400 Liter Dieseltanks und 500 Liter Wasserplatz. Ja, eigentlich haben wir das Gefährt für Expeditionen im Ausland gebaut und waren jetzt in den letzten 3 Jahren viel unterwegs im Iran und Georgien, Griechenland. Und heuer haben wir uns entschieden, mal den Winter in Österreich zu verbringen. Das waren eigentlich 3-4 Monate in Österreich am Weg. War ein ganz guter Winter. Okay. Gute Entscheidung.